Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty 4 Modern Warfare 1 in der PC-Steam-Version. Im letzten Part sind wir so ein bisschen durch so eine Stadt geflogen, ich kenne den Namen gerade nicht mehr. Ja, und dann ist eine Atombombe explodiert und hätten wir nicht diese eine Frau dort retten wollen, dann wären wir wahrscheinlich noch lebend rausgekommen, aber wir mussten sie retten und deshalb sind Paul Jackson und einige andere, wie auch die Frau, durch die Explosion der Atombombe gestorben. Und jetzt geht's weiter in Aserbaidschan. Okay, wir haben. Wo oben? Ah ja. Wir haben eine M4A1 mit Submod und eine M4 dazu. Und wo ist denn jetzt der Rest eigentlich? Egal, ich laufe einfach mal hin und hoffe, dass ich. Ach ja, Hi Gas und Hi Fliven und Hi Pavel und Hi Price und Hi Gas. Ah ja, Stuart. Da war wirklich noch wer. Tja, ich bin noch ein bisschen. Ja, meine Stimmung ist noch ein bisschen angespannt wegen der Sache gerade mit. Ja. Ne? Paul Jackson. Wollte ich sagen. Ist ja schon ziemlich hart. Aber dennoch versuche ich da ganz normal weiterzuspielen und hi Leute, was geht? Ich weiß, was geht. Und zwar geht es hier die Treppe hoch. Und wir nehmen uns hier mal das, ich glaube, deutsche Mil das Sturmgewehr des deutschen Militärs müsste das sein. Luftunterstützung. Nee, C4 wollte ich nicht, aber okay. Good night, Ladies. Mist. Lauf. Nein, ich hätte sie gerade alle wegexplodiert, wenn dann. Mann. Kosten eines einzelnen B2-Bombers. Oh, das ist echt viel. Ich habe die Orientierung verloren. Wo bin ich? Ach, ich bin oben. Wow, lauf und kaboom! So, und dann einmal blip. Ja, dann mach mal. Fast. Wenn er mich nicht angeschossen hätte, hätte ich ihn gehatchadet. Bim! Wie das war's? Sehr lame. Na gut, ich rück dann schon mal vor. Ihr könnt ja gern hier bleiben. Ich rücke vor. Ihr Azeis. Ja, stirbt mal schön. Und stirbt nicht langsam. Ach ja? Oh, das seid ihr, entschuldige, ich habe euch verwechselt. Ich dachte, ihr seid die Gegner und ihr hier seid meine Freunde, aber nee. Da habe ich mich wohl vertan. Was das schon Uike? Da kenne ich gerade irgendwo. Ja, hier lag eine G3. Yes! Ach, das ist ja ein Gegner! Der steht hier so hinter einem von uns. Das. Ja, okay, dann machen wir das Haus hier.
Aber schieß mich nicht ab, ja? Hab ich da gerade einen Hund gehört? Hund? Okay, guess. Nee, du bist kein Hund, aber... Oh, Hund! Ja, ich habe einen Hund gehört. Oh yeah. Sind das viele? Was verschanzt ihr euch hier eigentlich? Ich habe sowieso jetzt noch gar nicht verstanden, was hier eigentlich in Aserbaidschan ist. Als Aserbaidschan? Ich meine, Aserbaidschan. Auf jeden Fall viele Waffen. Ja, da liegen... Wieso macht ihr nicht einfach gleich eine Akimbo draus? Ich meine, in dem Spiel gibt es doch eine Akimbo von dieser Waffe, also... Naja, egal. Ja, schön für euch. Ich nehme jetzt aus Langeweile mal die Mini-Uzi mit. Oder Uzi oder Uzi oder ich weiß immer noch nicht, wie es ausgesprochen wird. Keine Ausschnung! Ach, das ist Gas. Alter, Gas erschreckt mich nicht mal so. Ich würde als erstes nachschauen, was in der Dusche hier ist, aber okay, dann nicht. In einer Uncut-Version liegt da bestimmt eine Nutte. Eine tote Nutte. Oder so. Ich sehe gar nicht, was ich tue. Ich bash einfach nur sinnlos durch die Gegend mit meiner Waffe. Geh weg, Price. So, was muss ich tun, wo muss ich hin und was muss ich da tun, wo ich hin muss? Moment, das habe ich schon gefunden. Ach, egal. Au, 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 sterbt! Das sind nicht wenige, muss ich sagen. Ich frage mich, wo die so viele Terroristen auftreiben konnten. Ja, was denn schon für Befehle? Einfach hingehen und töten. Oder einfach kaputt machen. Einfach alles, was da drin ist, irgendwie töten. Oh, da lag eine Granate. Das war diesmal ein Gegner, oh mein Gott! Das ist echt gruselig, hier sind so viele. So viele. Das glaubt man gar nicht. Wieso muss ich eigentlich alles auslöschen? Nur weil es Al-Assads Anhänger sind und die Scheiße bauen könnten? Oder was? Komm, stirb mal. Ja, und du auch! Also der Havoc hat mir bisher noch nicht geholfen, muss ich sagen. Oh, das seid ihr. Ja, wieso schießt ihr denn hierher, ihr Spasten? Ich sag dazu nichts. Einfach gar nichts mehr. Also manches in dem Spiel verstehe ich auch nicht. Hallo, Pavel Severin. Du siehst aus wie ein Russe. Ich habe nichts gegen Russen. Wer schreit hier was? Klappe! Noch zwei Häuser, okay. Na, dann kann's losgehen von mir aus. Wenn's nach mir geht, kann es verdammt nochmal losgehen. Da wäre also einmal das Haus. Flynn ist mir ein bisschen in den Weg gegangen. Bist du jetzt gestorben? Nein, bist du nicht. Gut. Sonst... Pff, ja... Ne. Bumm. Es sind nicht wenige. Boah. Ja, ich weiß, ich sag auch die ganze Zeit nur War und bla, das sind viele oder es sind nicht wenige. Aber. Aber was Besseres fällt mir gerade nicht ein. Wie gesagt, der Teil finde ich nicht so interessant und deshalb sind die Kombis auch echt nicht so interessant. Wollt ihr mich verarschen da hinten? Geht kacken. Oh, ach, das ist unser Havoc. Ist das unser Havoc? Ja, ich glaube schon. Was? Fick mich! Gebäude gesichert.
Das kam ein bisschen verspätet. Blip. Hi, Flynn. 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 Flynny Dünny. So, dann lasse ich euch erstmal auftanken und geht dann erst zum letzten Haus vor. 2-5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Ja, macht das. Schön. Wunderbar. Wirklich toll. Macht das. Macht, was ihr nicht lassen könnt. Und auf mich damit voll zu labern. Flynn! Flynn? Du lebst nur. Boah, wieso leben die alle so lang? Price, Guess, ihr lebt alle noch. Kann doch nicht wahr sein! Negativ. Wir tanken gerade auf. Bitte warten. Ja, nee. Alter, was machen die denn hier mit den Grünen? Kann ja nicht wahr sein. Das erfreut mich, denn wir sind am letzten Haus angelangt. Klick, klick. Helikopter ist auf dem Weg. Wir kümmern uns drum. Ende. Finde ich gut, denn ohne eure Hilfe wäre ich wahrscheinlich gearscht. Habe ich noch eine? Ja, ich habe noch zwei. Jetzt habe ich nur noch eine. Und jetzt habe ich nur noch eine. Und jetzt habe ich nur noch keine. So, und jetzt habe ich sinnlos meine Granaten verschwendet. Und hier ist echt dunkel. Tja, ja. Ach, das sind jetzt unsere. Boah. Entscheidet euch ja mal. Die Tür ist zu, ich brauche einen anderen Eingang. Aber vorher werde ich noch einmal mit dem Raketenwerfer... Dem Raketen... Oh, dann nicht. Ja, ist schön. 2-5 hier. Wir müssen auftanken und uns neu bewaffnen. Wir werden eine Weile nicht verfügbar sein. Ist egal, ich bin eh fertig jetzt. Also irgendwie... Ach, wen haben wir denn hier? Das ist aber nicht Al-Assad, oder? Warum hast du das gemacht? Woher war die Bombe? Ich weiß nicht. Wer sonst? Ich weiß nicht. Wer? Ich will einen Namen. Einen Namen. Ich will seinen Namen. Sir, das ist sein Handy. Wer war das, Sir? Sakajew. Imran Sakajew. Ich war damals nur ein Lieutenant, hab die Drecksarbeit gemacht. Tschernobyl, Weihnachten für die Bösen. Selbst 10 Jahre danach kommen sie hier noch an atomares Material, und zwar viel. Inklusive einem gewissen Imran Sakajew. Natürlich konnten wir das nicht zulassen. Geld für verbrauchte Brennstäbe? Klingt nach einem Vernichtungsrezept. Das war das erste Mal, dass unsere Regierung seit dem Zweiten Weltkrieg einen Exekutionsauftrag erteilte. Ich stand unter dem Kommando von Captain Macmillan. Und diese, meiner Meinung nach, sehr geile Mission als Lieutenant Price sehen wir im nächsten Part wieder. Sehen wir im nächsten Part von Let's Play Call of Duty 4 Modern Warfare 1. Bis dann und ciao.